alle wissen, das war kein richtiger Baustoff. Es wurde weitergebaut. Im September wurden zugleich mehr als 10.000 neue Wohneinheiten durch israelische Behörden genehmigt, natürlich auf annektiertem palästinensischem Land. Wir alle sind sehr besorgt über die aktuellen Entwicklungen und fragen ernsthaft, auf welchem Flickenteppich wird unsere Stadt Palästina noch aufbauen können? Was wird in einigen Jahren von unserem wunderschönen Land und seinem reichen Kulturerbe noch vorhanden sein? Liebe Freunde, bald wird es keinen Raum mehr geben, auf dem wir unseren Staat bauen können. Es ist an der Zeit, dass glaubwürdige Politik gemacht wird. Den Lippenbekenntnissen müssen konkrete Taten folgen. Die vielfältigen humanitären Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, ganz besonders im Gazastreifen, sind unverzichtbar, aber nicht genug. Es reicht nicht, Siedlungspolitik zu verurteilen. Lassen Sie mich hier zwei Beispiele nennen. Wir haben zwei deutsche Firmen, Heidelberg Zement und die Deutsche Bahn, sind involviert in Projekten in besetzten palästinensischen Gebieten. Solche Taten müssen gestoppt werden, um Kredibilität der deutschen Position Nachdruck zu verleihen. Die Fähigkeit der Weltgemeinschaft, die Zwei-Staaten-Lösung durchzusetzen, ist unter anderem auf den Mangel an politischem Willen und Einsatz effektiver Mittel zurückzuführen. Repräsentiert in den Vereinigten Nationen ist die Weltgemeinschaft das wichtigste Forum für die Herbeiführung einer gerechten Lösung unseres Problems. Seit Jahrzehnten ist das palästinensische Volk in den besetzten Gebieten in einem Zustand der kontinuierlichen Krise versetzt. Ausgangssperren, hunderte Checkpoints, Bulldozer und Landenteignungen, zerstörte Wohnhäuser und Schikanen, Waffengewalt, gezielte Tötungen und die Mauer. Während noch vor rund einem Jahrzehnt nur eine Minderheit an Friedensaktivisten darüber Bescheid wusste, kann heute jeder, der einen Internetzugang oder einen Fernseher besitzt, diese Vorgänge in Echtzeit verfolgen. Kein interessierter Mensch auf dieser Welt kann behaupten, er hätte davon nicht gewusst. Das Wissen um diese Umstände erfordert Handeln. Schweigen und Untätigkeit ist gleichzusetzen mit Billigung der israelischen Praxis. Israel wird inzwischen international nicht nur als Besatzungsmacht wahrgenommen, sondern wird immer öfter mit dem südafrikanischen Apartheid-Regime verglichen. Die kürzlich verabschiedeten Gesetze über die Loyalität zum jüdischen Staat und das Gesetz über ein Referendum bezüglich des Abzuges aus Ostjerusalem und den Golanhöhen sind nur wenige Beispiele über den rassistischen Charakter dieses Staates. Demokratische Staaten sperren nicht eine hilflose Bevölkerung, deren Land sie erobert haben, in Bantustan-artige Gebiete ein, freie Menschen vertreiben, andere nicht völkerrechtswidrig von ihrem Land. Unser Anliegen hier in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, ist es, eine bereite Öffentlichkeit für das Anliegen aller Palästinenser, einen eigenen Staat zu gründen, zu gewinnen. Wir alle, Verbände, Vereine, Gemeinden, sind wichtig für dieses Ziel. Und wir haben alle ein gemeinsames Ziel, wir wollen in Freiheit und Unabhängigkeit leben. Aber nur durch Vereinigte, geschlossen, können wir geschlossen auftreten. Und ihr alle wollt doch das Gleiche wie ich, unsere Position in Deutschland festigen, denn gemeinsam sind wir stark. Liebe Freunde, mein Anliegen ist es, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschen und Palästinensern zu intensivieren. Diesem Ziel fühle ich mich verpflichtet.
Daran arbeite ich und am liebsten mit allen Komponenten und Akteuren der Gesellschaft gemeinsam. Denn die Öffentlichkeit wird die Weltgemeinschaft und damit den richtigen Adressaten, die Vereinigten Nationen, erreichen. Eine politische Lösung bedeutet für uns Palästinenser ein eigener souveräner Staat in Palästina, in den Grenzen von 1967, das Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge und Jerusalem als Hauptstadt unseres zukünftigen Staates. Die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung wird positiv in die Region strahlen, dauerhaften Frieden und Sicherheit für alle garantieren. Waffen und Mauer werden Israel nicht schützen. Dies hat die Geschichte des Apartheid-Regimes in Südafrika gezeigt. Kolonien sind dem Untergang geweiht. In Südafrika hat die Öffentlichkeit dies verstanden und für einen Kurswechsel mobilisiert. Vielen Dank.